Hallo Leute, wir starten eine kleine Sommerloch-Challenge. Wir schauen mal, wie wir das hinbekommen. Und zwar meine Idee ist folgende. Ich habe hier mein Edenkanzo-Messer. Das ist ein Kohlestoffstahlmesser, Aogami, blau glaube ich, blauer Aogami, mit ca. 63 Rockwell. Und das werde ich schärfen, so scharf wie ich kann. Allerdings maximal Schärfwinkel 12 Grad je Seite, nicht darunter, weil sonst wird es blöd, das ist keine brauchbare Schneide mehr, die bricht aus und so weiter. Also das heißt, ich starte eine Challenge, wer bekommt das schärfste Messer hin? So, aber um das zu kontrollieren, muss ich natürlich irgendeinen Nachweis haben und dieser Nachweis geht leider nur über den Besttester, egal ob mit 1 Gramm oder 5 Gramm messen, das ist nicht so wichtig. Das heißt, es können leider auch nur die Leute teilnehmen, die im Besitz von so einem Besttester sind. Ey, ich will keine verkaufen, ganz bestimmt nicht. Aber es muss ja irgendwie nachweisbar sein. Und da habe ich mir jetzt Folgendes gedacht. Ich werde drei Preise ausloben. Erster Preis ist ein Satz Hängeleder, zweiter Preis ist ein einzelnes Hängeleder und dritter Preis ist ein Streichleder für Männer. So, fertig. Das ist mir jetzt gerade eingefallen. Die bekommen diejenigen, die mir per Video nachweisen, die Messung auf dem Besttester. Ich zeige euch gleich, wie ich das mache. Ihr könnt sicher sein, ich erkenne ein Fake. Ja? Aus dem Grund haben wir ja diese Absenkvorrichtung gebaut für den Besttester. Die müsst ihr aber nicht nutzen. Also wenn ihr sie habt, wäre es optimal, wenn ihr die nutzt. Ist natürlich am besten. Aber Leute wie zum Beispiel der Hans-Heiner Anders, wenn ihr dem zuschaut, wenn der seine Messer misst, da kannst du den Zahlen schön in Ruhe zugucken, wenn die nach oben steigen. Und das ist die richtige Messung. Nicht einmal diesen hier und das ist alles Fake. Aus dem Grund haben wir das Ding ja gemacht. So, was ich mache ist, ich zeige euch mal, wie ich das messe. Ich messe natürlich hier mit meiner Vorrichtung, ist klar, weil wozu habe ich sie denn sonst? So, ich richte das jetzt mal kurz ein bisschen aus. So, und dann, warte mal, jetzt dokumentiere ich das Ganze nämlich auf Video. So, ich mache jetzt hier, warte mal, ich gehe mal auf 0,5, dann, das ist... Braucht man nicht meinen ganzen Krusch da hinten mit Computer und so sehen. Aber das reicht ja auch schon. So, jetzt starte ich hier mal ein Video. So, ich schalte das Gerät ein. Ich drücke auf Tara. Ich mache ein Licht an. Und dann fahre ich mal nach unten bis kurz vor den Faden. So. Und jetzt messe ich. Und wie ihr das macht, Leute, lasst euch mal was einfallen, seid kreativ. Man sollte den Zahlen zuschauen können, so wie hier jetzt. Schaut mal, schön langsam. So, und jetzt ist durchgeschnitten. Schaut mal, der Faden ist durch. Das ist eine korrekte Messung. Ich muss den Zahlen zuschauen können. Alles andere ist inkorrekt. Und wer auf diese Art und Weise dokumentieren kann mit einem kleinen Video, so eine Schärfe habe ich hinbekommen, da werden wir die drei schärfsten Messer prämieren, sozusagen mit Preisen. Es gibt zwei Möglichkeiten. Wäre natürlich toll, wenn ihr die Vorgehensweise dokumentiert. Also sprich, so, ich habe angefangen, das Messer zu schleifen auf einem CBN 160 oder auf einem Tormek Diamantrad XY, das hat mit CBN-Rädern nichts zu tun. Da kann jemand, der auf der Airmax schleift, kann teilnehmen. Jeder Handschleifer darf teilnehmen. Einer, der ein Multigrinder hat, kann. Das ist wurscht, wie ihr das Messer schleift. Wäre natürlich toll, wenn ihr beschreibt, wie ihr vorgegangen seid und dann am Ende das Ergebnis in einem kurzen Video festhaltet. Das könnt ihr in Facebook, da eröffne ich praktisch ein Tweet, wo ihr das alles reinspeichern könnt. Ihr könnt ja dann einen Kommentar reinschreiben, wie ihr vorgegangen seid und ladet das Video dazu hoch in unserer Facebook-Gruppe in Schleifjunkies. Jeder, der da noch nicht drin ist, darf gerne da reinkommen.
Das Einzige, was ihr machen müsst beim Anmelden in diese Gruppe, ist, ihr müsst den Gruppenregeln zustimmen. Dann seid ihr automatisch drin, wenn ihr das macht. Und dort könnt ihr diese Ergebnisse posten. Eine andere Möglichkeit gibt es leider nicht. Aber dort könnt ihr Videos hochladen und so weiter und so weiter. Und dann schauen wir doch mal, wer da die besten Werte rauskriegt. Teilnehmen darf jeder, wie gesagt, egal ob Handschleifer, Maschinenschleifer, Airmark, Multigrinder, TS Proof, ganz egal. Ja? Es geht am Ende nur noch darum, wie scharf ist das Messer geworden. Es ist auch wurscht, was für ein Messer. Ihr könnt das ein Outdoor-Messer und das auf 25 Grad schleifen, werdet ihr halt wahrscheinlich so einen Wert nicht hinkriegen. Aber das ist euch allen selbst überlassen. Also, und wie gesagt, die Preise, Hängeleder-Set, Hängeleder und Streichleder. Bumm. Die drei Besten bekommen das. Und laufen wird die Aktion einfach, dass man ein bisschen Zeit hat. Ich würde mal sagen, bis Ende August. Und ich werde das dann aber in unserer Facebook-Gruppe verkünden, so ein paar Tage bevor die Challenge endet, für Leute, die das dann vergessen haben, dass die noch einsteigen können. Also, zwei Voraussetzungen. Ihr müsst, es geht nicht anders, einen Besttester haben, zwecks Nachweis. Die Messung darf kein Fake sein, sondern muss wirklich dokumentiert werden, dass man den Zahlen zuschauen kann. Und ihr solltet nicht einen Schleifwinkel unter 12 Grad machen. Also ich gehe jetzt nicht her und sage, ihr müsst das aber im Goniometer nachweisen, dass ihr mehr wie 12 Grad habt oder 12 Grad und mehr. Also da hoffe ich auf eure Fairness und auf euren Sportgeist. Ich denke mal, dass das eine ganz interessante Sache wird. Schauen wir mal, wie das Feedback da drauf ist. Ich lade das jetzt in YouTube hoch, das Video. Für alle Leute, die noch nicht in unserer Schleifjunkies-Gruppe sind, geht auf Facebook, sucht nach Schleifjunkies, tretet der Gruppe bei, stimmt den Gruppenregeln zu, dann werdet ihr automatisch aufgenommen und dann könnt ihr dort an dieser Challenge teilnehmen. Alles klar? Bis dann. Ciao.